Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Need for Speed Most Wanted 2. Ja, ich bin zurück. Also der Michi und ich sind beide zurück. Er von Urlaub, ich von Städtereise. Und ja, diese Folge kommt einen Tag zu spät hoch. Ich hätte sie für gestern, also für Montag geplant. Aber da ich gestern um 12 Uhr Mitternacht vom Flughafen nach Hause gekommen bin, ich habe zwar nachher noch mit dem David geskypt, aber ich war dann einfach zu faul zum Aufnehmen. Ich dachte, okay, der eine Tag, scheiße, gecrashed, der eine Tag, das verschiebe ich jetzt, und so habe ich jetzt auch gemacht. Das heißt, jetzt ist Dienstag, erzähle diese Folge. Und ja, mehr fällt mir auch gerade nicht ein, was ich sagen kann. Habe mir wieder mal keinen Timer gestellt. Oh scheiße, ich habe gerade auf mein Handy geguckt. Ja. Egal, machen wir mal eine kleine Fehlrunde. Und ja, wie ihr im Titel schon lesen könnt, ich weiß schon, wie der Titel heißen wird. Ich rede heute mal ein bisschen über London. Ich war in London. Wie es dort war und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, London ist so wirklich Need for Speed Real Life. Ich habe alle Wagen gesehen, außer den Lancia, habe ich alle Wagen in London gesehen, mit denen wir in diesem Spiel hier schon gefahren sind. Alle, außer den Lancia. Und ich muss sagen, der Lamborghini, mit dem wir das Most Wanted Rennen gewonnen haben, mit dem, wie soll ich sagen, den habe ich einmal in einem Lamborghini Kaufhaus gesehen. Also wir haben in Knightsbridge, in dem Viertel, wo lauter Leute mit Bentley und so weiter herumfahren. Ja, ich habe innerhalb von 10 Sekunden 3 Aston Martin gesehen. Auf jeden Fall, sollte ich sagen, genau. Einmal habe ich diesen Lamborghini, mit dem wir das gewonnen haben, habe ich gesehen im Lamborghini Kaufhaus, und einmal ist der Vollgas einer bei mir vorbeigezogen und der war so scheiß laut. Leute, der Wagen war so scheiß laut. Das war nicht normal. So, yay! Schneller! Und ja, nächstes Thema. Es gibt ganz viele Themen zu bereden. Ich habe einen neuen Bildschirm. Eine Maus. Und ich hoffe, ihr habt jetzt keinen schwarzen Rand. Ich hoffe es wirklich. Wenn nicht, muss ich dann noch etwas ändern, wenn ihr schwarzen Rand habt. Aber sonst. Der Wagen zieht ganz schön. Und gecrashed. So, und jetzt machen wir mal ernst, jetzt spielen wir weiter. Ich weiß, glaube ich, noch so ungefähr, wo wir waren. Fahren wir mit dem Wagen gleich ein Rennen, ein Cannonball Run. So. Und Alter, was man in London für Autos sieht. Es sind einfach mitten am Straßenrand. Da steht ein Bentley, 100 Meter. 100 Meter weiter steht ein Bentley. Alter, ein Bentley. Das muss man sich mal vorstellen. Bentley ist eigentlich eine extrem fette Karre. Man denkt sich ja nicht, dass das ein Sportwagen ist. Das sieht man von außen gar nicht. Haben wir schon mal reingeguckt. Das Tacho war auf mph angeschrieben. Ich habe es aber umgerechnet auf kmh. Und das war auf 320 kmh angeschrieben. Das Tacho. Aber natürlich fahren die Autos nicht so schnell, wie sie angeschrieben sind. Also meistens nicht. So, und jetzt müssen wir mich jetzt mal konzentrieren. Hui! Fail! Ja, ich labere jetzt nur Blödsinn. Und fahre nicht gescheit. Jetzt fahre ich aber wieder besser, also ich versuche es wieder besser zu fahren. Ich habe den neuen Bildschirm gerade angesteckt und ich muss mich auch ein bisschen anders gewöhnen, denn der ist viel größer als der alte. Ich habe ja auch überlegt, ob ich mir den alten so als Zweitbildschirm nehme, und ja, ich muss fahren, ich weiß. Aber das mit dem Zweitbildschirm, da weiß ich nicht genau, wo ich den hinstelle. Denn mein PC steht auf dem Tisch neben dem Bildschirm. Und ich will ihn nicht runterstellen. Hey! Alter! Provokant! Ja. Ich habe mir in London auch so eine Gaming-Maus-Dings da gekauft. Die sieht am Anfang extrem fett aus, man denkt sich, wie kann man mit sowas arbeiten? Dann greift man drauf, nimmt sich. Oh, wirklich, ich habe gedacht, oh, die ist angenehm. Sofort habe ich damit unbedingt spielen wollen.
habe ich mir gekauft. Hat in Pfund gekostet, blablabla, muss ich überlegen. Ich habe 53 Pfund. 53 Pfund, das sind ungefähr, ich glaube, 67 Euro. Irgendwas. Auf jeden Fall über 60 Euro sind das. Denn ich glaube, die Umrechnungsformel ist mal 1,19. Ich habe mir irgendwie alles umgerechnet, weil ich immer wissen wollte, wie viele sind. Weil, ich meine, es hat das iPad 3 dort bei Harrods. Harrods sagt euch vielleicht, ist euch vielleicht ein Name. Wir haben da ganz in der Nähe gewohnt. Und Harrods ist das ein Luxuskaufhaus in London. Und dort hat es ein iPad um 250 Pfund gegeben. Und das habe ich mir umgerechnet. Das ist doch extrem wenig. Im Gegensatz zu, also bei uns in Österreich ist das viel teurer. Und das war ohne Tarif. Aber ich hab's mir nicht gekauft. Okay, geile Vorschau. Wir fahren mit dem Aufzug. Kann das sein? Bye bye. Wupp, es war so klar. Das erinnert mich jetzt schwer ans Disneyland in Paris. Denn damals hat es so eine Attraktion gegeben. Da warst du in so einem, das hat Hollywood Horror Tower, Horror Tower. Und da bist du in so einen Tower raufgefahren, auf einmal ist der Aufzug abgestürzt. Die Geschichte dahinter ist, ich weiß nicht, ob das stimmt, weiß ich nicht mehr, damals habe ich es noch gewusst, das war mit 6 Jahren, das war mit 8 Jahren, war ich in Paris im Disneyland und das Geile war ja dann, ich habe mich so angeschissen vor dem Ding. Ich habe mich. Aber von der Achterbahn, von der noch eine Stunde vorher die angehalten wurde, wo noch die Leute runtergeholt wurden von oben, bei der habe ich nicht angeschissen. Nein. Oh scheiße. Das einzige, wo ich mich angeschissen habe, war der Tower. Denn da ist gegangen. Da eine reiche Familie ist in den Tower raufgefahren und auf einmal hat ein Blitz eingeschlagen und der Aufzug ist abgestürzt. Und genau das war halt so nachsimuliert, also ein Blitzschlag und der Aufzug stürzt runter. Nur ist man natürlich gesessen und so weiter und so fort, das wäre das Ganze sehr gefährlich. 13 Stockwerke und ich muss sagen, das war so geil. Was aber noch endgeiler war, das endgeilste, was ich jemals in der Stadt gemacht habe. Das 4D-Kino in London in Madame Tussauds. Das 4D-Kino war so endgeil. Da ist es um die Marvels gegangen und oh, auf jeden Fall, ich rede jetzt mal ein bisschen mehr. Das war einfach so geil. Und zum Beispiel, wenn Wolverine zugestochen hat mit seiner Klaue, dann hast du so einen kleinen Stich in den Rücken bekommen und so weiter und so fort. Also, das war so unglaublich. Oder wenn Wasser gespritzt hat, hast du Wasser ins Gesicht bekommen. Das Hitze hat vibriert und es war halt das Geile. Im 4D-Kino, die sind die Dinge genau in die auf den Kopf geflogen. Alter, das war so geil. Also, das kann ich nur weiterempfehlen, Madame Tussauds in London, auch wenn man sich ewig lang anstellt. Oh, ja. Amen. So. Yay. So, wie lange haben wir noch? Alle Einheiten, Kontraverfolgung. Ja, wir haben noch lang genug. Das dachte ich schon. Folge schon lang vorbei, dachte ich jetzt, aber Blödsinn. So, den holen wir uns jetzt wieder. Yo. Komm, mein Freund. Alter, der Wagen ist gut. Der liegt echt gut in den Gurten. Zentrale, so. Code 3 hinter sekundären 10-44. Nein, ich habe nicht geübt. Ich kann einfach mit dem Wagen hier besser fahren als mit den anderen. Nein, Kontakt, ja. Habe den Verdächtigen getroffen. Nein, ja. Okay. Man darf halt nicht zu vorherig sein. Nein, was hab ich gemacht? Scheiße, das war unabsichtlich. Nein, ich wollte hier in den Aerial einsteigen. Lass mich! Nein, da hinten war der Aerial, deswegen wollte ich dort einsteigen. Scheiße. Tja, Freude und Leid. Na? Warte dich mal.
Ja, passt schon. So, aber jetzt steigen wir mal wieder in den Aerial ein. Das muss ich machen. Das bleibt mir nicht erspart. So, das ist genau der Wagen, den ich an dem ich gerade vorbeigefahren bin. Und der ist einfach nur so ends geil. Seht ihr? Gibt euch das! Juhu! Dann machen wir mal eine kleine Spritztour in dem Wagen. Der beschleunigt so dermaßen schnell. Das beschleunigt viel schneller als alle anderen. Yay! Ja. Oh, fail. Ja. Wir sitzen hier links im Steuer. Also, so wie es bei uns in Europa ist. In England, das verwirrt echt. Wenn die ganzen Leute rechts sitzen. Aber nicht so schlimm. Und eins muss ich schon sagen. Also in London, die Leute sind so nett. Also wenn man bei uns in der Großstadt in Wien durch die Stadt geht und man weicht jemanden aus, der bedankt sich natürlich nicht. In London bedanken sie sich für alles. Wenn man jemanden ausweicht, der bedankt sich. Das ist geil. Gott ist da gestanden. Alter! Tja, wenn ich so viel Rede sehe, kann ich mich absolut nicht konzentrieren. Aber heute ist mal so Redestunde. So, fangen wir mal ein Rennen mit dem Maserati. Von denen habe ich auch viele gesehen, von Maserati. Es waren echt viele Maseratis in London. Viele Maseratis und viele Aston Martins. Jaguar. Jaguars. Nein, Jaguar war auch. Jaguar war auch nicht selten zu sehen. Und besonders Porsche war auch sehr oft vertreten. Ich glaube am öftersten sogar Aston Martin. Uah, schon wieder diese komische Vorschau. Unreal! Ja, das ist relativ unrealistisch, habe ich so das komische Gefühl. Ja, wann darf ich fahren? Oh, jetzt darf ich fahren. Oh yeah. Yeehaw! So, an dem BRC hier ziehen wir auch vorbei. Den Wagen haben wir auch schon. So, und da fährt unser Aerial-Mitstreiter. Tschüss! Der auch ein Aerial fährt, der uns gerade überholt hat. Von außen nach innen. Ja, ich habe gewusst, es bringt sich was, von außen nach innen zu fahren. So, Alter, wir sind schnell. Wir sind echt schnell. Alter, mit dem Wagen sind wir sofort auf 240. So, jetzt weiter zum nächsten Kontrollpunkt. Wenn ihr weiter, also wenn ich weiter mit dem Lamborghini oder mit dem Audi oder mit dem Mercedes oder mit dem Aerial fahren soll, schreibt es in die Kommentare, was ich als nächstes fahren soll. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr meint. Ich glaube, die meisten werden mit dem Aerial, weil er so schnell ist. Nein! Nein! Geländereifen. Danke. Nein! Alter, ich muss mich ja schon selbst bemitleiden. Egal, nochmal. Nochmal, heute bin ich so gut drauf, da können wir das gleich nochmal machen. Ohne Probleme. So. Ja, kenne ich schon. Und ihr wahrscheinlich auch. Und deswegen fahren wir jetzt sofort mal los. So. Wow, Alter.
Was ist denn hier los? So, jetzt haben wir natürlich jede Menge Zeit verloren. Jetzt muss ich mal jetzt alles aufholen. So. Nein. Sehr gut. Nicht crashen. Alter. Wir sind Dritter. Okay. Wieder von außen nach innen. Und das geht gerade nicht. Da fehlt irgendwas. Yeah. Wo sind die gecrashed worden? Da. Nein! Alter, den Wagen verreist. Der Wagen verreist der Stadt. Oh, hier ist nur gecrashed. Ja, vorne ist das Ziel. Oh, betäubt mich das Ziel. Da vorne ist das Ziel. So, erster. Retrobrenner verfügbar. Das ist natürlich wichtig. So, achten. Naja, das ist noch eine Zeit, bis wir da den nächsten Most Wanted schaffen. Hoffentlich schaffen. Sagen wir so, bis wir ihn herausfordern können. Das ging, glaube ich, nicht gut, nicht so optimistisch. So, und das war's schon mit dieser Folge. Ich hoffe, das gefallen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!